Nesthäkchen. 10 Romane über ein Frauenleben, von der Puppenmutter bis zum weißen Haar. Ein Leben geprägt von Kaiserzeit und Weimarer Republik, in weiblichem Eigensinn und dem Wunsch nach Selbstständigkeit. Die Geschichte von Nesthäkchen und der Puppe Gerda, dem Puppenjungen Kurt und Lolo, dem Negerkind. Etliche Frauengenerationen bis hin zu den Kindern der 60er Jahre lasen diese Bücher, waren mit ihrer Heldin vertraut. Die Autorin ist aus den Lexika verschwunden. In der Mädchenzeitschrift Kränzchen schreibt ab 1900 eine junge Autorin, zunächst unter Pseudonym, erfolgreiche Fortsetzungsgeschichten über ziemlich freche Mädchen. Mit Nesthäkchen, der Berliner Arzttochter, wird sie berühmt. Ein Notfall. Operieren? Ich fürchte. Noch vor dem Frühstück? Ein Notfall. Dann darf ich die gnädige Frau in die Praxis bitten. Na, ein kleines. Was geht? Ich glaube, das Kind hat Keuchhusten. Musst du denn sehr viel husten? Nein, gar nicht, aber sie hat 99 Fieber. Oh. Ja, dann werde ich ihr Töchterchen mal ganz schnell wieder gesund machen. Die neue Romanheldin Annemarie Braun hasst Handarbeit, ist wissbegierig, vorlaut und unordentlich. Schießt leicht übers Ziel hinaus, aber sie gewinnt mit Ehrlichkeit und Charme die Sympathien. Else Uri hat mit Nesthäkchen nicht sich selbst beschrieben. Sie selbst war eher leise und zurückhaltend. Vielmehr soll sie ihre Schwester Käthe als Vorbild gewählt haben, mit der sie auch als Erwachsene innig verbunden blieb. Nesthäkchen ist ein Kind der Großstadt und der Moderne. Ihre berühmte Autorin lebte sehr bescheiden und unprätentiös. Jeden Nachmittag zwischen 3 und 5 vielleicht, nach der Mittagsmahlzeit, nach einer einstündigen Ruhezeit, die sie immer brauchte, hatte sie sich in ihr Zimmer eingeschlossen zum Arbeiten. Da durfte sie nicht gestört werden. Da hat sie Manuskripte mit der Hand geschrieben, nur mit der Hand. Was viele nicht wussten und später kaum wahrhaben wollten, Else Uri stammt aus jüdischem Hause. 1877 geboren, verlebt sie die ersten Jahre im alten Berliner Zentrum, in dem sehr viele jüdische Familien wohnen und auch ihren Glaubensmittelpunkt haben. Das Straßenbild in diesen Gassen prägen die aus Galizien eingewanderten Ostjuden, die hier einen neuen Anfang wagen. Die Uris sind bereits in der 3. Generation hier. Der Großvater Levin Elias war 1828 als Kleiderhändler nach Berlin gezogen. Der Vater steigt zum Tabakfabrikanten auf. Die zentrale Person der Familie ist die Mutter, die besonders die deutsche Klassik liebt. Die Uris halten als Familie sehr zusammen. Die Geschwister werden Lehrerin, Anwalt und Arzt. Bruder Hans bleibt wie Else unverheiratet und bei den Eltern. Else Uris Großvater hatte noch das Amt eines Gemeindevorstehers inne. In der alten Synagoge, in der Heidereuter Gasse, unweit Alexanderplatz, Marienkirche, Großer und Kleiner Hamburger Straße. Die Synagoge steht längst nicht mehr. In einem ihrer Märchen ist Else Uri ganz ausnahmsweise auf die jüdische Welt des alten Berlin und ihre Kindheitserinnerungen eingegangen. In ihrer Erzählung über die Nachfahren eines gläubigen Juden, die 1908 unter dem Titel Im Trödelkeller erschien,
geht es um den Generationenkonflikt zwischen alter Frömmigkeit und der Anpassung ans städtische Bürgertum. Sie schildert die Kellerläden, die Gebrauchtwarenhändler der ersten Generation, ihre Kindheitswelt. Else Uri schreibt und wird populär. 39 Romane, immer aus der Perspektive der Kinder. Professors Zwillinge, Lilli Lilliput, Flüchtlingskinder, Baumeisters Rangen, Kommerzienrats Olli, wie einst im Mai. Sie erzählt sozial wach und mit genauer Beobachtung. Nicht zufällig ist Gerhard Hauptmann das große literarische Vorbild der Uri. Schon 1906 erscheint Studierte Mädel, in dem sie die Zerreißprobe zwischen Frauenstudium, Beruf und junger Ehe beschreibt. Ihr selbst ist als Frau in Berlin ein Studium noch verwehrt. In der Kantstraße im Berliner Westen bewohnt Else Uri seit 1905 mit der Familie eine großbürgerliche Altbauwohnung. Der Bruder Hans praktiziert in zwei Räumen als Arzt. Sie schreibt hier die Nesthäkchenbände. Im Gegensatz zu ihren Brüdern hat sie keine weitergehende Berufsausbildung erhalten. Sie erwirbt sich ihr Wissen durch Interesse und Anschauung. Die Kinder der Geschwister werden häufig von ihr eingeladen. Sie liebt sie sehr. Das war ein großer Haushalt. Da waren auch oft die nächsten Verwandten zu Gast, am Sonnabend und Sonntag. Sie kochte, das weiß ich, und sie hat auch eingeholt. Ich hatte sie damit als kleines Kind begleitet. Ja, sie kochte. Ich sehe sie noch mit der weißen Schürze in der Küche stehen. Und sie hat alles mitgemacht. Else Uri ist Teil des arrivierten Bürgertums, das Frauen nicht als berufstätige Frauen will. Wie in einer Art Doppelleben bleibt sie für die Familie die ledige und häusliche Tochter, während doch draußen ihre Bücher in immer neuer Auflage erscheinen und sie jährlich neue Texte veröffentlicht. Eher stilles Fräulein als erfolgreiche Autorin. Öffentliche Auftritte liegen ihr nicht. Sie lässt ihre Romankinder die Abenteuer bestehen. Kleines Mädchen kann noch nicht mehr nichts sehen, nichts verschwinden. Vor ein paar Minuten war sie noch hier und jetzt ist sie wie vom Erdboden verschluckt. Annemarie! 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 Mein Gott, wie siehst du denn aus? Na, ich wollte mich so schön verstecken und ich war. Annemarie, Kleines, tu das nie wieder, hörst du nie wieder. Bestimmt nicht. Else Uri bezieht die politischen Ereignisse durchaus in die Handlungen ihrer Bücher ein. Ebenso die technische Moderne mit Radio, Kino, neuer Architektur. Sie bleibt dabei politisch konservativ, aber nicht nationalistisch. So muss Nesthäkchen im Ersten Weltkrieg erkennen, dass es den lieben Gott schwerlich um einen deutschen Sieg bitten kann, wo doch englische und französische Kinder für ihre Länder dasselbe tun. Über lange Jahre hat Else Uri die treue Freundin Grete Levi an ihrer Seite. Durch die hohen Auflagen ihrer Bücher kann sie sich endlich den Wunsch nach einem dauerhaften Schreibdomizil im schlesischen Riesengebirge erfüllen. Zum großstädtischen Berlin sucht sie eine Alternative und findet sie, geehrt als prominenter Kurgast, in Krummhübel, wo sie 1926 dieses Haus kauft. Ein Jahr später wird sie zu ihrem 50. Geburtstag mit einer Sonderausgabe von Nesthäkchen öffentlich geehrt. Der Ort heißt heute Karpatsch. Das Haus ist Anziehungspunkt für Freunde und Bekannte, auch für Verehrerinnen, die sich davor fotografieren lassen. Haus Nesthäkchen nennt sie die Villa und schreibt es an den Giebel.
Während im Reich die Verhältnisse sich ändern, die Nazis an die Macht kommen, hofft Else Uri zunächst noch auf eine ruhige und gesicherte Zukunft. In ihrem Buch Jugend voran formuliert sie sogar die Hoffnung auf eine bessere Zukunft für die Jugend durch Hitlers Regime. Es wird ihr letztes Buch sein. Sie hat seit 1935 Schreibverbot. Und sie notiert: Es ist unsagbar schön hier, aber ich kann diesmal dessen nicht richtig froh werden. Was wird nur aus den vielen Menschen, die heimatlos werden? Man gewöhnt sich hier, nur dem Augenblick zu leben. Else Uri galt und gilt vielen gerade wegen ihrer Nesthäkchenfigur als besonders deutsch. Ab 1933 gilt sie nur noch als Jüdin, ist der Verfolgung ausgesetzt. In Krummhübel darf sie nicht mehr einkaufen, muss sich durch den Hausmeister versorgen lassen. Sie spricht von dem Schild, das uns den Zutritt verwehrt. Die Kurverwaltung wirbt damit, Leute wie sie nicht mehr zu dulden. Mit mir wollte das schon überhaupt nicht. Auch wir sprachen auch während der Nazi-Zeit nicht über unsere Befürchtungen. Das wollte sie nicht. Sie wollte mich nicht belasten. Sie besucht den Neffen, dem sie, solange es geht, das Studium finanziert, noch 1938 in London. Aber sie fährt zurück nach Deutschland zur kranken Mutter. England hätte sie nicht reingelassen. Sie war schon zu alt, um ein Dienstmädchen zu werden in England. Meine Frau hatte ich reinbekommen, damals als 20-Jährige, als Dienstmädchen. Ich habe ihr die Stellung verschafft. Das war die einzige Möglichkeit, entweder als Dienstmädchen im Haushalt oder als Pflegerin, als ausgebildete Pflegerin ein Krankenhaus. Zwei Geschwister sind bereits geflohen. Bruder Hans lebt nicht mehr. Else Uri versorgt die Mutter. Nachdem die Mutter starb, war sie völlig allein. Der Kontrast, als ich sie kannte in den 20er und 30er Jahren, sie war umgeben mit vielen Verwandten und Freunden. Und dann ganz völlig allein in der kleinen Wohnung in Moabit, in der Solinger Straße. Das ist entsetzlich. Ein Freund notiert ihre politische Meinung. Wenn meine Glaubensgenossen bleiben, dann habe ich so viel Mut und Charakter und die feste Entschlossenheit, ihr Los zu teilen. Else Uri ist 65. Sie muss in das Sammellager. Als Beruf gibt sie an, ehemalige Schriftstellerin. Die Gestapo bestätigt die Einziehung der jüdischen Vermögen auch für den sogenannten 26. Osttransport, mit dem Else Uri am 12. Januar 1943 nach Auschwitz verschleppt wird. Die 65-Jährige wird sofort ins Gas geschickt, ermordet. Ihr Koffer wurde vor kurzem von einer Schulklasse in Auschwitz gefunden.